Peter Maffay war bei Sarah Wagenknecht zu Gast. Ich finde es, das kann ich glaube ich mal am Anfang sagen, wirklich gut, in was für einer Frequenz jetzt auf dem Kanal von Sarah Wagenknecht hier neue Gespräche erscheinen. Und dass da auch so interessante Gäste wie zuletzt Jan-Josef Liefers und jetzt Peter Maffay vorbeikommen, dazwischen Klaus von Onani. Also das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und ja, wir schauen uns heute das Gespräch an. Es geht um Politik, um Musik und wahrscheinlich auch wieder um das omnipräsente Thema Krieg, was ja angesichts der sehr aggressiven Außenpolitik unserer Bundesregierung leider ein Thema ist, über das wir aktuell auch sehr viel reden müssen, einfach weil die Kriegsgefahr täglich steigt. Bevor wir mit dem Interview beginnen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Folgt mir bitte auf Odyssey und folgt mir bitte auf Rumble. Links in der Kanalbeschreibung und der Videobeschreibung. Naja, aber dann fangen wir auch schon an. Aber es ist ein Angebot. Piet Sieger hätte Sie sogar aufgefordert. Piet Sieger hätte Sie aufgefordert, politische Inhalte hineinzutun in Ihre Lieder. Ein Superstar im Grunde genommen. Nein, das ist eine Fehlinformation. Ach, okay. Wenn er es aber getan hätte, hätte ich da gerne zugehört. Absolut, Okay, ja. Aber gut, dann habe ich. wir haben Lieder von Piet Sieger natürlich Ah, okay. gespielt. Ja. Aber wie gesagt, das alles passierte vielleicht 10 Jahre später. Komischerweise gab es aber davor ein paar ganz, ich sag mal, noch nicht sehr klar konturierte Ansätze. Es gab zum Beispiel 1972, glaube ich, ein Lied, das hieß Frieden. Frieden, ich suche Frieden in erster Linie mit mir selbst, denn wenn ich das in mir spüre, dann kann ich das auch weiter artikulieren und an irgendjemand weitergeben. Aber das war noch sehr sporadisch, in Anführungszeichen. Später dann, im Zeichen der Dinge, die sich entwickelt haben bei uns im Land und in Europa und überall, gab es dann deutlichere und kontrolliertere Artikulationen. Also ich finde das sehr mutig und ich finde das toll, wenn Künstler eben auch quasi die Möglichkeiten, die sie haben, nutzen, um für Frieden, für Verständigung, für Brücken bauen zu werben. Ich war ja Teenager, als du deine ersten Konzerte in der DDR hattest. Ich kann mich auch dunkel daran erinnern. Ich hatte damals keine Chance, eine Karte zu bekommen, weil es gab keinen Ich glaube, ich freiverkäuflichen hätte dir eine besorgen Ticketshop. Aber ja, können. siehst du, hätten wir uns damals doch schon treffen können. Aber ich habe das ja auch wahrgenommen. Das ist ja noch vorher. Also als du dieses über sieben Brücken musst du gehen, das war ja schon vorher, wo du ganz bewusst gesagt hast, ich nehme einen Song von Karat, von einer DDR-Gruppe. Und sende damit eine Botschaft, nämlich, dass man über die Grenzen, über die Mauern, damals war es ja eine richtig harte Mauer hinweg, Verständigung braucht. Und das ist zumindest auch so angekommen, glaube ich, bei vielen im Osten. Und ich denke, das ist unheimlich wichtig. Also wie war das eigentlich? Ist das damals auch so wahrgenommen worden? Also dass du bewusst diesen Song ja auch genommen hast, um dieses Signal auszusenden, wir müssen versuchen, diesen Kalten Krieg zu beenden und irgendwie zusammenzukommen. Also zunächst einmal begann das völlig banal. Ich habe einfach dieses Lied gehört und es hat mir gefallen. Es war kompositorisch interessant. Vieles, was wir in der Musik erlebt haben, war sehr, wie soll ich sagen, westlich betont. Rhythm and Blues, Blues, Rock'n'Roll, all das war irgendwie angloamerikanisch bestimmt. Und wir haben Interpretationen mit unserer Sprache, die durchaus geeignet ist, auch für diese Musik. Das war anfangs nicht allen klar. Aber das haben wir gemacht. Und dann hörte ich dann dieses Lied mit einer für mich anders anmutenden Harmonik. Danke an KSC-Fan für das Prime-Abonnement. Und mit einem wunderschönen Text mit der Metapher, dass man 7-mal angehen müsste, um ein Hindernis zu überwinden. Das habe ich zunächst einmal als einen rein menschlichen Umstand empfunden. Ja. Das ist ja im Leben von uns allen wahrscheinlich irgendwann mal der Fall, dass man diesen kleinen Sieg davon trägt, wenn man sich selber überwindet. Und dann habe ich ja gefragt, wer hat denn dieses Lied erfunden? Und mein Freund, wir wohnten damals in Hamburg, sagte, das ist eine ostdeutsche Gruppe. Da habe ich gesagt, okay, dann meinst du, wir könnten die mal fragen, ob man dieses Lied auch singen dürfe? Und habe dann, um es kurz zu machen, Herbert Reulich und die Jungs von Karat in einem kleinen Club in Wiesbaden getroffen. Da durften die ja rein und raus. Und habe mit denen ein Bier getrunken und sie gefragt, ob sie was dagegen hätten, wenn wir dieses Lied auch covern würden. Und da begann eigentlich dann aus diesem Dialog heraus schön langsam diese Vision, dass man vielleicht mit einem solchen Lied eben auch Menschen erreichen könnte im anderen Teil Deutschlands, also in der DDR. Und
je mehr ich mich angefangen habe, mit diesen Gedanken zu beschäftigen, ich meine, ich kam ja aus einem ähnlichen Land. Mhm. Die Politik und die Umstände in Rumänien waren ja vergleichbar in vielen Zügen. Ich glaube, noch schlimmer, also schon so von der Unterdrückung her, oder? Also ich habe immer Ceausescu als den Das war ja die Kulmination, aber der Anlauf zu Ceausescu war ja auch nicht ohne. Ja, Repression und alles Mögliche. Und ich wollte eigentlich nie, für mich, wir haben nicht am Anfang nicht ausführlich darüber gesprochen, ich wollte für mich nicht wahrhaben wollen, dass es Staaten gibt, willkürlich getrennt, durch eine Linie mit demselben kulturellen Hintergrund, dass man nicht miteinander kommunizieren dürfe und könne. Und habe dann wahrscheinlich, wie viele andere auch, partizipiert an der Durchlöcherung dieser, so haben wir es zumindest wahrgenommen, dieser Grenze, dieser Mauer. Da waren ja viele beteiligt, viele Musiker, Maler, Literaten und so weiter. Und wir waren vielleicht auch ein kleines Teil davon. Die Feedbacks, die wir bekommen haben von den Leuten, die haben zumindest diesen Schluss erlaubt. Und dann gab es das erste Konzert und dann haben wir uns ja mal richtig gegenübergestanden, ja, 86. Und da merkte man schon, dass das Lied so verstanden wurde, wie du gesagt hast. Ja. Also es wurde dann irgendwie schon zu einer kleinen Hymne. Ich hoffe, ich verstehe mich nicht. Also klar, das war ja diese 7 Brücken und das war eben eine Brücke. Und es ist ja auch, ich meine, auch das, was du erlebt hast, das ist ja gelebter Wandel durch Annäherung. Also weil heute gibt es ja oft eine Debatte, Wandel durch Annäherung, das sei ja ganz falsch gewesen und das dürfe ja gar nicht sein. Das war ja genau das, kultureller Austausch, dadurch Gemeinsamkeiten, dadurch irgendwie zusammenzufinden. Und du warst ja damals, hast du ja gesagt, in der DDR, wie hast denn du das empfunden? War das ein völlig anderes Publikum? Also mich würde das mal interessieren, wie das für dich war. Weil wir haben ja wirklich auch heute noch, über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es immer noch Unterschiede zwischen Ost und West, aber es gibt natürlich auch viele Gemeinsamkeiten. Und damals waren ja nun diese zwei Landesteile doch lange getrennt. Was war dein Erlebnis dort? Ich glaube, die Trennung hat natürlich einiges bewirkt bei Menschen in deren Verständnis über das Leben, wie man es führt und so weiter. Aber grundsätzlich sind die Unterschiede, in Anführungszeichen, viel weniger gewesen als die Gemeinsamkeiten. Ich meine, jeder hatte 2 Arme und 2 Füße und einen Kopf oben auf dem Körper. Ich meine, und ein Gehirn zum Denken und zum Empfinden. Und man sprach Deutsch. Und man, ja, das kam noch dazu. Aber die Sprache ist sowieso nichts Trennendes. Ja? Du hast eine Sprache, die hat 8 Töne. Und den 9. Ton gibt es auch noch, obwohl das jeder Musikkenner negiert. Aber das ist der gute Ton, ohne den nichts geht. Und das war mir wichtig. Und dann hat man ja gemerkt, dass die Bedürfnisse der Menschen dahin gingen, miteinander zu kommunizieren. Und das hat mich immer enorm bewegt. Ich kann mich noch gut erinnern, es gab einen Vorfall hinter unserem Bus. Wir fuhren von München kommend in Richtung Berlin. Und hinter unserem Bus fuhren 3 Jungs mit Kutten, aber mit MZs, mit Motorrädern. Und ich habe ja auch ein bisschen was übrig für diese Szenerie. Und wir zogen auf den Parkplatz raus und wir stiegen aus und haben uns dann unterhalten. Und ich sagte, was macht ihr? Ja, wir fahren nach Rostock. Und dann haben wir uns unterhalten und uns auch verabschiedet. Und Jahre später habe ich dann erfahren, dass einer von den Jungs in Rostock sein Motorrad verkauft hat, um eine Karte zu bekommen. Ich fand das so berührend. Und wir begegnen uns inzwischen mehrfach und erinnern uns an diese Zeit. Aber das zeigte eigentlich ziemlich deutlich, wie viel man sich füreinander interessierte. Und in der Folgezeit nach Rostock haben wir das immer wieder erlebt, bis hin, als dann endlich diese Konstruktion zusammenkrachte. Was ich so interessant finde, ist, dass Sarah ja mit der BSW im Bundestag ja im Grunde genommen fast die gleichen Themen behandelt, die du auch lebst. Du hast eine Stiftung für kriegsversehrte bzw. kriegstraumatisierte Kinder aus der Ukraine. Wir erleben ja bei den traumatisierten Kindern die Lage der Schwächsten. Diejenigen, die wirklich eine Lobby brauchen, um perspektivisch irgendwie über die Runden zu kommen. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche Defizite, die man da ausmacht. Ja. Das ist nicht nur körperlich, seelisch, sondern das ist auch Missbrauch, das sind Kriege, das sind Migration und. Wir kommen gar nicht darum, und das ist auch gut so, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich sehe für unsere Zukunft nur eine einzige Chance, mit der wir weiterkommen, um die ganzen anstehenden Themen einigermaßen in den Griff zu bekommen, wenn überhaupt. Und das ist Miteinander. Und das geht nur, wenn man den anderen wirklich wahrnimmt, und zwar ehrlich wahrnimmt, nicht einfach nur, weil es angesagt ist. Ja? Und Dialog und
Brücken bauen im übertragenen Sinne ist für mich der Weg, den man gehen muss, bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, den anderen manchmal zu verstehen. Ja. Wir können nicht von diesem Planeten entweichen. Wir werden von allen Vorkommnissen, die es hier gibt, tangiert, und zwar alle. Wir können eigentlich nur gemeinsam Lösungen finden. Und jede Konfliktsituation, die wir erleben, schmälert die Chance, übergeordnete Themen in den Griff zu kriegen. Ja. Und für mich ist, wenn ich nicht auf Dialog stünde, bräuchte ich und könnte ich nicht auf eine Bühne gehen, um Musik zu machen. Das ist ja irgendwo widersinnig. Ja. Ich denke auch, also gerade dein Engagement für kriegstraumatisierte Kinder, ich finde das unheimlich wichtig und vor allem mich erschreckt. Mich würde interessieren, wie du das siehst, also wie selbstverständlich in der deutschen Öffentlichkeit wieder über Krieg geredet wird. Also das ist so abstrakt, das ist so weit weg, wir liefern Waffen, damit ein Land gewinnt. Aber was das eigentlich konkret bedeutet, was das vor allem auch für Kinder bedeutet, wenn Krieg tobt, wenn Menschen leiden, das wird immer mehr ausgeklammert. Also es sind ja viele Kriege. Es wird komplett ausgeklammert. Und wenn man das anspricht, dann wird gesagt, ja, Putin ist daran schuld und dieser Krieg muss weitergeführt werden. Das kommt dann als Antwort. Wenn man darauf hinweist, sich schrecklich ist und man völlig egal, wie ihn angefangen hat, auf jeden Fall versuchen sollte, ihn zu beenden. Dann kommt einfach der Hinweis, ja, Putin hat doch angefangen. Also auf dem Niveau befindet sich ja die deutsche Diskussion. In dieser Welt, wo wir Waffen liefern, das ist ja nicht nur die Ukraine, das ist teilweise auch im Nahen Osten, das sind furchtbare Konflikte, auch viele, über die kaum berichtet wird. Im Jemen zum Beispiel tobt seit vielen Jahren ein Krieg, an dem auch Saudi-Arabien beteiligt ist, wir liefern Waffen. Und was Kinder erleiden, wie sie auch für ihr Leben lang da geschädigt sind. Der Jemen ist ein sehr gutes Beispiel, weil Saudi-Arabien dort gezielt versucht, die Zivilbevölkerung auszuhungern. Also in Gaza, Israel ja auch, aber das in Gaza, das ist ja jetzt ein bisschen jünger. Im Jemen, da hat Saudi-Arabien nämlich versucht, das Land komplett von der Versorgung abzuschneiden und gezielt zivile Infrastruktur, gezielt landwirtschaftliche Flächen, landwirtschaftliche Fahrzeuge, alles angegriffen, um eben die Nahrungsmittelversorgung zum Zusammenbruch zu bringen und dann selbst die Nahrungsmittelhilfen zu koordinieren. Und diese Nahrungsmittelhilfen, die hätte man dann halt bevorzugt, denen von von den Kräften der international anerkannten Regierung. Also das ist ein Euphemismus für alle Milizen mit teils sehr unterschiedlichen Interessen, die geschlossen hinter Hadi, also dem von Saudi-Arabien, der von Saudi-Arabien dort unterstützten Marionette, die dort saudische Interessen durchsetzen will. Ich gehe da jetzt gar nicht zu detailliert drauf ein, aber auf jeden Fall, die wollte Saudi-Arabien unterstützen, diese international anerkannte Regierung, die gerade mal 20% des Landes die plus mit der verbündete Milizen gerade mal 20% des Landes kontrollieren. Also diese Regierung ist ein funktionierender Zentralstaat, ist das schon seit langem nicht mehr. Alle jemenitischen Ministerien werden tatsächlich von den Houthi-Milizen kontrolliert. Die Houthis kontrollieren auch Gebiete, in denen ungefähr 3/4 der jemenitischen Bevölkerung leben. Das bedeutet, mit diesem Nahrungsmittelboykott trifft man halt den Großteil der jemenitischen Bevölkerung. Das ist so, und so versucht man halt die Herrschaft der Houthis zu destabilisieren. Es hat nicht funktioniert. Das kann man jetzt konstatieren. Und unterstützt wurde dieses ganze Vorgehen, wie gesagt, gezielte Zerstörung der Nahrungsmittelversorgung dort auch durch deutsche Waffenlieferung. Das ist ja etwas, das müsste man eigentlich noch viel, viel mehr in die Öffentlichkeit auch bringen, um da auch diese Sensibilität wiederherzustellen. Man muss alles tun, um Kriege zu beenden, statt sie immer weiter zu nähren. Wir kennen uns jetzt eine Weile schon und ich verfolge natürlich, das war ja auch ein bisschen deine Frage, was du sagst, was du tust und wenn mit Verlaub, wie du dich verhältst und so weiter. Und ich bewundere den Mut, wenn jemand gegen den Strom schwimmt, um das zu sagen, was meiner Ansicht nach sinnvoll ist. Und gegen Krieg zu sein, ist meiner Ansicht nach mit das Wichtigste, was man empfinden kann. Ich habe selber einen Sohn, wie du weißt, der ist 21 Jahre alt, also er steht am Anfang seines Lebens und noch mehr am Anfang steht unsere kleine Tochter mit 5. Ich wünsche mir wie jedes Elternpaar und wie jeder Vater, dass diese Kinder eine Chance haben, in einer lebenswerten Welt aufzuwachsen. Und Kriege
sind genau das, der Umstand, der eine solche Perspektive zerstört. Wir sehen das in Israel in überdeutlicher Form. Und mir ist es eigentlich, wenn du mir das bitte nicht übernimmst, mir ist es völlig egal, wer diese Meinung vertritt. Ich halte sie für richtig. Ja? Ich merke genau wie du auch und viele andere, dass wir inzwischen mit einer Selbstverständlichkeit über kriegerische Auseinandersetzungen sprechen, obwohl wir vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen, Weltkriege und so weiter, wissen, was Kriege erzeugt. Ja. Und das ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes unverständlich, wie man sich so drehen kann. Ich meine, die Aggression in der Ukraine, dieser Überfall durch Russland, ist mit absolut nichts zu entschuldigen. Man muss aber abwägen, meiner Meinung nach, ob alle Optionen ausgeschöpft werden und ausgeschöpft werden. Nein, der Westen tut alles, um diesen Krieg zu verlängern. Also ich finde es interessant, dass Peter Maffay das hier so vorsichtig formuliert, aber letztlich hat er natürlich recht. Also dieses dass dieses Argument, wir sollten Krieg beenden, dass das sofort mit ja, Putin hat angefangen, vom Tisch gewischt wird. Da hat er natürlich völlig recht mit der Feststellung. Aber an der Stelle hier formuliert er das meiner Meinung nach schon deutlich zu vorsichtig. Ich meine, man hat nicht nur nicht abgewogen, ob alle Optionen ergriffen wurden. Also man hat Boris Johnson nach Kiew geschickt, damit der die Friedensverhandlungen in Istanbul sabotiert. Also das ist da ja passiert. Der Westen hat Druck auf die Ukraine gemacht, dass sie doch bitte diesen Krieg weiterführen solle und das russische Verhandlungsangebot nicht annehmen solle. Das russische Verhandlungsangebot sah den Rückzug aller russischen Truppen hinter die Linien des 24. Februar vor. So ein gutes Verhandlungsangebot bekommt die Ukraine nicht mehr. Und Russland ist ja bis heute verhandlungsbereit. Es ist ja nicht so, dass man auf russischer Seite sagt, man schlösse Verhandlungen aus. Aber der Westen will nicht verhandeln. Also die ukrainische Regierung gibt völlig unrealistische Ziele, wie die Rückeroberung der Krim aus. Und so wird sich dieser Krieg nicht beenden lassen. Also man weiß auch, dass man die Krim nicht mehr zurückerobern wird. Man weiß auch, dass man die Teile der vier Oblasten, die gerade von Russland besetzt sind, dass man da keine relevanten Teile zurückerobern wird. Das weiß man. Also man weiß, dass dieser Krieg durch Verhandlungen enden muss. Und trotzdem führt man diesen Krieg weiter. Trotzdem sterben jeden Tag an der Front Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen. Und das tut man eben, um Russland beschäftigt zu halten, um Russland geostrategisch zu schwächen. ...geschöpft worden, um an einer militärischen Auseinandersetzung vorbeizukommen oder sie zu beenden. Und ich stelle fest, wie alle anderen auch, dass wir die Diplomatie, von der man immer sagt, dass sie stattfindet und im Hintergrund läuft und so, viel zu wenig in Anspruch nehmen. Vielleicht bin ich nur nicht gut informiert, aber ich merke nicht unbedingt jetzt eine konzertierte Haltung, die jetzt schon langsam passiert ist, dass man sagt, China muss involviert werden, Indien muss involviert werden, Afrika und so weiter. Es gäbe da Möglichkeiten, über andere Nationen Einfluss zu nehmen auf die Vorkommnisse im Augenblick. Das muss man viel, viel stärker probieren. Der Effekt sind tote Menschen auf beiden Seiten. Und vor allem so eine Gewöhnung an Krieg. Also es gibt ja deutsche Politiker, Herr Klingbeil sagt, also wir müssen noch 10 Jahre Waffen liefern. So als ob man einfach jetzt sagt, okay, das kann auch noch 10 Jahre weitergehen. Obwohl sich an der Front ja gar nichts bewegt. Also es ist ja gar nicht so, dass man jetzt dadurch irgendwie erreicht, dass plötzlich die Russen sich komplett zurückziehen. Das wird so sowieso nicht stattfinden, sondern man verlängert diesen furchtbaren Krieg, man verlängert dieses furchtbare Sterben und hat eine Gewöhnung. Also ich weiß nicht, wie du das empfindest, in der deutschen Debatte, Krieg, wir müssen jetzt wieder kriegstüchtig werden. Wir reden darüber, Herr Pistorius, ja, vielleicht in 5 oder 10 Jahren führen wir auch mit Russland Krieg. Herr Kiesewetter sagt sogar, wir müssen den Krieg nach Russland tragen, was mir auch aus der deutschen Geschichte eine wirklich ungeheuerliche Äußerung scheint. Das ist alles doch irgendwie erschreckend. Und ich teile das völlig. Natürlich ist das ein verbrecherischer Krieg, der dort tobt. Aber umso mehr müssen wir alles tun. Ja, genau deswegen muss man ihn beenden. Also da ist das Aber sogar
Da muss man gar nicht aber sagen. Genau deswegen, weil Krieg immer verbrecherisch ist, sollte man Umständen beenden wollen. Danke an Dosenmeist, dass du hier auch ein Abonnement verschenkt hast. Schön, dass ich dich hier auch mal im Chat sehe. Ihr habt es vielleicht gerade mitbekommen, ich habe hier ein bisschen am einen zweiten Bildschirm ein bisschen rumgetippt. Ich habe geguckt, wie der Stream gerade auf Kick läuft. Ich streame hier parallel auch noch auf Kick, wenn ihr das nicht auf Twitch gucken wollt. Ihr könnt auch auf Kick gucken. Das jetzt mal als kleine Info an der Stelle zwischendrin. Also falls ihr euch gewundert habt, was ich hier die ganze Zeit mit dem Tablet gemacht habe, ich habe versucht, mich bei Kick einzuloggen tatsächlich. Um ihn zu beenden. Und einzudämmen, ja. Das ist meine Meinung auch. Und ich bin genauso geradezu im Negativen fasziniert von dieser Euphorie, mit der diese Artikulation oder diese Artikulation stattfinden. Ich vermute mal oder unterstelle, dass diejenigen, die sich so äußern, am eigenen Leib eine solche Konfliktsituation nie erfahren haben. Es war eine grauenhafte Vorstellung, mir auszumalen, wie das wäre, wenn die eigenen Kinder eingezogen werden, um verheizt zu werden für irgendwelche Positionen, die politisch motiviert sind. Ja. Ich bin deiner Meinung und noch einmal, egal wer sie vertreten würde, ich bin dieser Meinung auch, dass man alles versuchen muss, um das einzudämmen. Ich bin auch der Meinung, dass man niemanden verteufeln darf, mundtot machen darf, diskriminieren darf, der sich in dieser Form Gedanken über eine Lösung macht. Herr Münzing nicht und viele andere. Ja. Ich meine, du hast ja auch in deinem Song Eiszeit, ich meine, das war noch im Kalten Krieg, doch eigentlich auch ja, sehr plastisch beschrieben, was es bedeutet, wenn es einen richtig großen Krieg nochmal gibt. Ich finde es erschreckend, also bei mir war es so, ich denke bei dir auch, ich glaube die meisten Menschen, als der Kalte Krieg zu Ende war, dachte man, dieses Thema ist vorbei. Also die Frage eines Atomkriegs, also ich bin aufgewachsen mit der Angst vor einem Atomkrieg, muss ich ehrlich sagen. Die 80er Jahre, da war das so verhärtet, dann die Sternenkriegspläne, die Nachrüstung, die Pershings, man hatte das Gefühl, oh Gott, das kann jederzeit losbrechen. Dann kam Gorbatschow, ich war ihm damals sehr, sehr dankbar, hat die Hand gereicht, es gab das Ende des Kalten Krieges. Und die 90er Jahre waren doch eigentlich so ein Gefühl, also was auch immer uns bevorsteht, aber zumindest ein großer Krieg droht nicht mehr. Und jetzt hat man doch eigentlich wieder diese Angst. Also wenn wir mit Russland im Konflikt stehen, dann stehen wir ja auch im Konflikt mit einer Atommacht. Es wird darüber geredet, dass wir auch in Europa atomar aufrüsten müssen. Es wird ja auch atomar aufgerüstet. Ja, wir haben ja auch noch. Also das ist doch erschreckend. Es steht ja auch genug noch da. Ja. Also das, ich meine, dieses Lied ist ja eigentlich wieder in einer Aktualität, die man, wo man sich gewünscht hätte, dass es zumindest bei dem Lied nicht nochmal so wäre. Ne? Da fällt mir eigentlich ein, wieso sind es immer die Alten, die ihre Stimme erheben? Also Reinhard May hat ja auch dieses Friedensmanifest unterschrieben. Jetzt ist Peter Maffay bei Sarah Wagenknecht zu Gast. Also es sind immer die Alten, die irgendwie die aktuelle Politik kritisieren. Die jüngeren Musiker, die sich ja sonst pseudo-rebellisch geben, die äußern sich viel weniger zu, oder nicht nur Musiker, auch Schauspieler, intellektuelle Künstler, die äußern sich viel weniger zu solchen aktuellen politischen Themen. Auch das Gaza-Gaza-Gedicht, das ist nicht von irgendeinem jungen Künstler gekommen, das wurde von Dieter Hallervorden vorgetragen. Also wieso? Einer schreibt gerade im Chat, die Jungen seien alle indoktriniert. Ne, glaube ich ja nicht. Also gerade bei diesen Rappern, da hast du ja immer so, wie gesagt, so pseudo-rebellisches Gehabe, aber dann wenn es um die ernsten Themen geht, dann ja, will sich auch keiner damit beschäftigen oder zumindest keiner mal Flagge zeigen. Stimmt, KIZ, die haben vor kurzem einen Song über Frieden gemacht. Das hat mich auch noch positiv überrascht. Aber ja, sonst habe ich bei den Jungen das sehr, sehr wenig gesehen. Da war auch keiner bei, der mal beispielsweise das Friedensmanifest von Sarah Wagenknecht da unterschrieben hatte. Da waren ja zahlreiche Intellektuelle und Künstler dabei. Aber wie gesagt, das waren dann alte Leute wie Alice Schwarzer, wie Reinhard May. Das waren dann keine jüngeren Künstler. Also das ist doch schon auffällig. Die jungen Künstler haben alle Angst, dass sie gecancelt werden. Ja, davon gehe ich auch aus. Aber warum die Alten nicht?
Ich meine, die Alten haben ja schon wesentlich mehr Lebenserfahrung. Ja, es sind Christen, viele glauben an die Bibel, andere Religionen, die sind in ihrem Kern ebenfalls pazifistisch, leben und leben lassen. Aber wir vergehen uns an unserem Planeten, und wir vergehen uns an unseren Kindern, wir vergehen uns an unserer Ausrichtung, wenn wir das alles über Bord werfen und uns einreihen in diese Dynamik. Ja. Wir vergehen uns, wir machen etwas ohne die Chance, dass wieder umzukehren. Wir machen uns, wie soll ich sagen, schuldhaft. Und wir vergehen uns an der Zukunft. Und das ist für mich so, das ist erschreckend. Wirklich. Wie siehst du die Chance, das zu stoppen? Also, weil es ist ja wirklich auch so bezeichnend, damals, als ich meine, du hast ja damals auch gesungen, auch für die SPD, und da war die ja noch so mit der neuen Ostpolitik und mit gerade einer ausgestreckten Hand. Die Grünen waren damals eine Partei, die ja auch sehr stark aus diesen pazifistischen Wurzeln kam. Und ich finde es ja erschreckend, wie heute die Grünen sich völlig in das Gegenteil verkehrt haben. Also gerade die Partei, die eigentlich am meisten aus der Friedensbewegung kam, mit Petra Kelly und anderen, ist ja jetzt heute eigentlich eine der Parteien, die am meisten, auch am rücksichtslosesten für Krieg, für Waffen wirbt. Es ist für Verstehst mich du auch, das? Sarah, entschuldige, dass ich dich unterbreche, wollte ich nicht. Aber es ist für mich auch widersprüchlich. Ja? Wenn man auf der einen Seite Waffen liefert und auf der anderen Seite darum kämpft, dass irgendwo nicht gekämpft wird. Warum? Wie geht das? Wie kann man beide Positionen vertreten? Wie glaubhaft ist das noch? Ja? Und ich gehe jetzt einmal ganz bewusst über parteipolitische Grenzen hinweg. Für mich ist das nicht wirklich bedeutend. Ja. Die Haltung eines Menschen ist entscheidend. Na, es ist schon bedeutend. Also in der Slowakei, da ist gerade eine Regierung an die Macht gekommen, wo die Parteien gefordert haben, dass keine Waffen in die Ukraine geliefert werden sollen. Die liefern keine Waffen mehr. Unbedeutend, welche Parteien an der Macht sind. Also so einfach würde ich es mir da jetzt nicht machen. Und seine Ausrichtung. Und wenn das jetzt nicht eine rechtsradikale, linksradikale, ich weiß nicht was Partei ist, die eindeutig sich zu Dingen bekennt, die undemokratisch sind, dann ist mir das wirklich egal, ob das CDU, SPD, FDP oder irgendwas ist. Und ich habe auch etwas dagegen, wenn man Entscheidungen aus diesem Motiv heraus trifft. Und für mich ist, wenn man diese Barrieren, die offensichtlich oft eine Rolle spielen, wenn man die überschreitet, dann wird man ja erst dialogfähig. Es kann ja durchaus jemand aus einem anderen Lager eine absolut gültige Meinung besitzen, die Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Also dieser Konsens, den bräuchte unsere Gesellschaft eigentlich, ja. Ja, nicht Konsens, aber zumindest Dialog. Also du kannst halt nicht in allen Fragen Konsens finden. Dann nehmen wir mal dieses Thema der Waffenlieferung. Das ist ja das Thema. Das könnte man ja sachlich und ruhig diskutieren. Ist das nun erstmal moralisch richtig, dass wir da Waffen hinliefern? Ist das in deutschem Interesse? Sollten wir das tun? Also darüber könnte man ja sachlich reden, aber es wird nicht gemacht. Alle, die sagen, nee, wir sollten keine Waffen hinliefern, die werden als Putin-Versteher oder von Russland bezahlt, diffamiert. So läuft ja der Diskurs in unserem Land. Und dann wird der Verfassungsschutz auch noch auf solche Leute angesetzt. Also das ist ja Diskurs in diesem Land mittlerweile. Oder YouTube-Kanäle werden gesperrt oder demonetarisiert, die sowas publizieren. Und da stört mich, ganz ehrlich gesagt, diese Sturheit an Dingen festzuhalten. Und das ist unproduktiv und unkonstruktiv. Ja. Ich glaube, dass Ruhe die bessere, Ruhe ist der bessere Weg.
Und die Argumentation ist entscheidend. Es sind ja materielle Interessen. Also dass Rheinmetall für Waffenlieferungen in die Ukraine ist, das ist relativ klar, weil sie damit ihr Geld verdienen. Also das ist nicht unbedingt Sturheit, das sind einfach Interessen. Wenn da jemand wie Strack-Zimmermann in zig Aufsichtsräten der Rüstungsindustrie sitzt, sich im Förderkreis Deutsches Heer für die Interessen der deutschen Rüstungsindustrie einsetzt, ja, in wessen Sinne wird die wohl Politik machen? Also das ist ja, also das Problem ist ja nicht, dass sie aufbrausend ist. Das Problem ist ja, dass solche Leute handfeste materielle Interessen haben, die Eskalation immer weiter zu befeuern, da sie halt in solchen Netzwerken, bei solchen Konzernen engagiert sind. Dann ist leicht. Argumentieren ist schon schwerer und gut zu argumentieren wahrscheinlich noch mehr. Aber das ist für mich der richtige Weg. Jemandem zuzuhören, zu sagen, wo ist dein Problem? Warum können wir das nicht lösen? Ja? Den anderen zu verstehen, aus welchem Ansatz heraus trifft er Entscheidungen, die mir nicht gefallen. Warum ist das so? Wenn ich das schaffe, habe ich eine Anstiegsmöglichkeit. Dann kann ich auf ihn angehen und umgekehrt. Daraus entsteht Dialog. Das muss man machen. Und so kann man ja auch Konflikte lösen. Nur für mich ist manchmal schwer verständlich, warum zum Beispiel die deutsche Politik sich derzeit so verhält, wie sie sich verhält. Also die deutsche Politik, sage ich jetzt mal, die Regierung. Also warum sie nicht versuchen, stärker eben die Tradition fortzusetzen, die wir ja mal hatten, ein vermittelnder Part zu sein, für Diplomatie zu werben. Das ist ich vermute, dass wir erleben, möglicherweise selber manchmal partizipieren, an dem Umstand, dass wir eingebunden sind in Konstrukte, in Bündnisse, in Absprachen, die man irgendwann mal getroffen hat, meinetwegen um sich zu schützen oder um wirtschaftliche Macht zu erlangen und was der Kuckuck was. Innerhalb dieser Konstrukte gibt es Lobbyismus und Verpflichtungen, die man dann glaubt, einlösen zu müssen. Und dann entsteht meiner Ansicht nach sein Verhalten, wie bei Lemmingen. Ja. Einer sagt was und alle springen über die Klippe. Bevor es zu spät ist, ist es schon passiert. Und das glaube ich. Die Wirtschaft ist eine Macht, die zum Beispiel bestimmend ist und die Entscheidungen in der Politik maßgeblich mitformt. Ja. In dem Fall zum Beispiel Rüstungsunternehmen. All diese Sachen spielen meiner Ansicht nach eine Rolle. Und dann entstehen Haltungen, die man vielleicht nicht mehr in Einklang, oder nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt sogar nicht mehr in Einklang bringt mit dieser Grundhaltung. Dass nie mehr Krieg von diesem Land ausgehen darf. Ja. Aber umso wichtiger ist... Ja, diese Grundhaltung ist ja leider schon seit der ersten Regierungszeit der Grünen hinfällig. Ich meine, was haben Grüne und SPD als erstes gemacht, nachdem sie 1998 aktiviert wurden? Sie sind in Jugoslawien einmarschiert. Also haben dort NATO-Luftangriffe unterstützt. Also da hat die NATO ja die zivile Infrastruktur des Landes in Schutt und Asche gelegt, um die völkerrechtswidrige Sezession des Kosovos zu erpressen. Also war ein glasklarer Angriffskrieg. Danach hat man sich am Überfall auf Afghanistan beteiligt. Also das sind ja, also dieses von Deutschland soll nie wieder Krieg ausgehen, das ist ja leider schon seit 25 Jahren. Also es ist ja mittlerweile schon ein Vierteljahrhundert hinfällig. Natürlich, dass in der Gesellschaft eine andere Stimmung entsteht. Und deswegen sind natürlich Stimmen wie von dir so wichtig, also dass Künstler sich auch zu Wort melden, dass sie auch zu der Debatte beitragen. Weil ich merke natürlich, viele Leute werden ja auch, also weil ihnen ständig erzählt wird, wenn wir jetzt nicht Waffen liefern, dann marschiert Putin morgen durchs Brandenburger Tor. Da werden sie natürlich auch, sie werden in so eine Hysterie hineingezogen. Also völlig unabhängig von der Frage, ob eine Armee, die eigentlich in der Ukraine schon Schwierigkeiten hat, irgendwie realistisch NATO-Territorium erobern könnte. Werden sie dadurch natürlich, wird ihnen Angst gemacht und aus der Angst heraus sagen ja viele jetzt auch, ja, wir müssen jetzt hochrüsten, wir müssen das alles machen. Und deswegen finde ich es so wichtig, wenn gerade auch außerhalb der Politik sich Stimmen erheben und sagen, Leute, jetzt kommt mal alle wieder runter, was wollen wir hier eigentlich? Wollen wir irgendwann Krieg oder müssen wir doch nicht irgendwie versuchen, alle gemeinsam auf diesem Planeten zu überleben und da auch wieder Brücken zu bauen? Also auch da zu Russland wird ja gesagt, da gibt es keine Brücke mehr. Wir bauen auch kulturellen Austausch ab. Das wird ja immer mehr runtergefahren. Wenn ein Künstler dort auftritt, würde er ja massiv attackiert werden. Ja.
Und gerade das ist doch eigentlich das, was wir auch perspektivisch zumindest wieder bräuchten, da nicht mit Putin, aber mit der russischen Bevölkerung, mit der Gesellschaft. Also. Ich glaube, dass die Angst schon immer als Mittel verwendet wurde, um auf eine Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Ja? Und das passiert jetzt wieder. Und es ist eine Wiederholung von Dingen, die wenige Jahrzehnte hinter uns liegen. Mhm. Ja. Vermutlich liegt das in den menschlichen Genen, egal wo auf diesem Kontinent, auf dieser Welt. Mhm. Immer die Angst, um jemand anderen dazu zu bewegen, etwas zu tun, was in einem eigenen Interesse liegt. Ja. Mein Großvater, Alexander Kosenko, war Russe. Mein Stiefbruder. Mhm. Ein herzlich guter, sanfter Mensch. Die Russen, alle in eine Ecke zu stellen und sie zu charakterisieren, ist meiner Ansicht nach ein Fehler. Genauso wie die Deutschen oder die Franzosen oder die Amerikaner. Ja, genauso ein Fehler ist es, von den Russen politische Bekenntnisse zu fordern. Also wenn da von der Anna Netrebko hier gefordert wird, sie solle sich von Putin distanzieren. Also die Frau lebt außerhalb Russlands und soll sich dann von einem russischen Präsidenten distanzieren, weil der gerade einen Krieg führt, der nicht in westlichem Interesse ist. Das ist ja wirklich völlig absurd. Also das sind ja tatsächlich Dinge, die da öffentlich passiert sind. Und es gab ja auch sofort akademische Sanktionen gegen Russland, Sportsanktionen gegen Russland. Also dass der kulturelle Austausch, der hier am Anfang des Gesprächs auch angeklungen war, dass der verhindert wurde. Also das sind ja Sanktionen, die sich wirklich kollektiv gegen alle Russen richten. Also von den Wirtschaftssanktionen, die sich auch vornehmlich gegen die russische Bevölkerung richten, braucht man gar nicht erst anfangen. Aber allein schon diese akademischen Sanktionen, die Sportsanktionen, das ist ja völlig irre. Ich meine, wir sehen das ja gerade. Neuestes Beispiel beim ESC. Gab es jetzt eine Riesendebatte, ob man Israel ausschließen sollte? Also da bin ich ganz klar der Meinung, egal was für Kriegsverbrechen die israelische Regierung da gerade in Gaza begeht oder wie illegal die israelische Besetzung des Westjordanlandes ist, man sollte das Land nicht ausschließen. Man sollte kulturellen Austausch ermöglichen. Und worüber es aber keine Debatte gab, das ist sehr interessant, keine große Debatte zumindest, ob es sinnvoll war, Russland auszuschließen. Denn Russland ist vom ESC ausgeschlossen. Also da sieht man ja auch mal wieder diesen Doppelstandard. Wenn ein Land wie Israel im Gazastreifen mittlerweile rund 40.000 Zivilisten umbringt und Russland, im Ukraine-Krieg insgesamt bisher in 2 Jahren 10.000 Zivilisten gestorben sind, Russland wird ausgeschlossen, Israel nicht. Das ist ein glasklarer Doppelstandard, für jeden sofort erkennbar. Also deswegen, wie gesagt, ich bin grundsätzlich gegen solche Ausschlüsse. Das zeigt mir auch wieder, dass solche Veranstaltungen natürlich politische Veranstaltungen sind, wenn da Sänger aus politischen Gründen ausgeschlossen werden. Es gibt solche und solche. Und natürlich haben wir es zu tun mit einem brandgefährlichen Mann, der alle Register zieht, um Macht, um Vision umzusetzen. Und dass das nicht einfach ist, diesem Wirken Einhalt zu gebieten, das ist mir völlig klar. Aber man muss es versuchen. Genau. Ja. Und irgendwann, wer wusste denn, dass die Mauer an einem bestimmten Tag überwunden wird? Niemand. Aber man hat es versucht, über viele unterschiedliche Wege. Und hätte es diesen Dialog nicht gegeben, den Willy Brandt und andere Politiker seiner Zeit, Herr Genscher etc. unternommen, dann wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen. Dann wäre es nicht zu einem Dialog mit Gorbatschow gekommen, der gegen den Strom geschwommen ist und etwas umgesetzt hat, was der ganzen Welt eigentlich impliziert hat, jetzt geht es nach vorne. Und was für ein Rückschlag jetzt. Er hat auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag geleistet, so wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Der Wandel durch Annäherung war ja vieles, war kultureller Austausch, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Diplomatie, aufeinander zugehen. Alles das, wo uns heute erzählt wird, das war falsch. Das hätte man nicht machen dürfen. Das ist ja jetzt die Lesart, so haben wir, das sei irgendwie alles ein falsches Konzept. Und das ist völlig absurd. Also wir danken die Wiedervereinigung mit diesen Prozessen und ich glaube, das ist auch...
das Einzige auf unserer heutigen Welt, was funktionieren kann. Und ich finde auch einen Aspekt noch wichtig, also weil du vorhin auch deinen Großvater erwähntest, also mir fällt eben auch auf, ich meine klar, ich bin auch die Generation, die zum Glück keinen Krieg mehr erlebt hat, aber es kann doch auch nicht sein, dass immer dann, wenn die Generationen mehr und mehr auch nicht mehr da sind, die noch wissen und aktiv sich erinnern, was Krieg war, dass dann die nächste Generation wieder mit Hurra-Geschrei in den nächsten Krieg zieht. Das ist doch auch entsetzlich. Ich meine, wir haben ja schon vor dem Ersten Weltkrieg hatten wir eine Stimmung in Deutschland, wo ja alle, die waren ja kriegsbegeistert, richtig. Im Zweiten Weltkrieg war es dann noch anders durch die Nazis, aber natürlich war noch schlimmer oder zumindest genauso. Aber jetzt sind wir wieder nochmal eben über 50, nee, noch deutlich mehr, 80 Jahre weiter und plötzlich entsteht wieder so eine Stimmung. Ich finde das ganz erschreckend. Also, ja, zum Glück nicht in der Bevölkerung, sondern nur unter den Eliten. Also das, also Kriegsbegeisterung habe ich jetzt wirklich bei keinem gesehen. Also ist eingeschüchtert, sie hat vielleicht Angst, sie glaubt vielleicht manchen Propagandanarrativen, aber ich glaube, so gut wie niemand wäre bereit, für diese Regierung, die wir gerade haben, in den Krieg zu ziehen. Da muss man wirklich mit aller Kraft gegenhalten. Ich meine, sieht man ja gerade in der Ukraine. Also dort da werden die Menschen ja auch von der Straße gefischt und dann an die Front geprügelt. Also da werden Männer im wehrfähigen Alter wirklich auf der Straße aufgegriffen und massiver Gewaltanwendung in irgendwelche Vans gezerrt und dann mit Waffe an die Front geschickt. Und ja, wenn sie nicht kämpfen wollen, gibt es die entsprechenden Konsequenzen. Das ist das aktuelle System in der Ukraine. Also nicht mal da sind die Menschen bereit, für diese Regierung zu sterben. Und das kann man natürlich erstmal nachvollziehen. Und zweitens glaube ich nicht, dass das in Ländern wie Deutschland viel besser wäre. Ich glaube schon. Wenn man in so einer Situation ist, dann ist es zu spät. Deswegen darf es nie mehr zu weit kommen. Weil eine Eskalation heute dürfte eine andere sein als vor 60, 70 Jahren. Ja, noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Genau. Also dann hat man irgendwann mal ausgeblendet, was Nagasaki und Hiroshima war. Ja? Und wir würden das in einer viel stärkeren Form erleben. Ja. Jetzt geht es um das Überleben, also dass Europa das weiter existiert. Das dürfte es dann sein, ja. Also ich glaube, dass eine Eskalation dieser Dimension, das macht alles zunichte. Ja. Wir müssen zum Ende kommen, am Ende aber vielleicht noch mal etwas Positives. Man wird dich erleben können in Leipzig, in Rostock auch. In Rostock, ja. Konzerten, ja. Und das Abschiedskonzert wird im Zentralstadion in Leipzig stattfinden. Genau. Auch ein historischer Ort. Für mich auf jeden Fall, denn ja, das war das erste Open-Air-Konzert, also große Open-Air-Konzert nach dem Fall der Mauer. Ich kann mich noch total daran erinnern, was das für eine Temperatur war. 100.000 Menschen. Ja, das war fantastisch. Und das war dieser Aufbruch, Euphorie, diese Fröhlichkeit und diese Zuversicht, die hat mich damals einfach umgehauen, muss man wirklich sagen. Und deswegen werden wir dort unser letztes Konzert spielen. Ja. Mit dem Song Eiszeit? Zugabe. Es wird keine Zugabe sein. Wir werden dieses Lied natürlich spielen. Ich habe immer gesagt, ich wäre froh, wenn ich dieses Lied irgendwann mal packe und irgendwo wegsperre. Stimmt. Das habe ich gelesen, ja. Solange es aber so ist, wie es ist, werden wir das Lied auf der Bühne spielen. Und ich werde auch auf der Bühne, wie vorher auch schon, in einem gewissen Maß unsere Haltung artikulieren, weil ich glaube, dass wir sprachen darüber, ob man das muss oder soll. Jeder muss das für sich selber entscheiden und die Dimension, in welcher Art er das tut, das bestimmt er selber. Und das will ich auch nicht präjudizieren, das muss man nicht dauernd irgendwie über 2,5 Stunden machen. Ja. Aber irgendwo den Leuten zu sagen, da stehe ich, das glaube ich, ist ein bisschen auch unsere Verpflichtung. Vielen herzlichen Dank bis hierher. Wem diese Sendung gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Ja, absolut. Mir hat's gefallen. Peter Maffay, interessanter Gast. Schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr demnächst als Gast sehen würdet. Ich würde tatsächlich gerne mal Sarah
Richtung Dirk Pohlmann und Sarah Wagenknecht und Thomas Röbler sehen. Das hatte ich ja schon letztes Mal gesagt. Aber ja, schreibt ihr gerne in den Chat oder in die, da schreibt einer Sarah Wagenknecht und Höcke. Ja, das wäre dann mehr eine Debatte. Ich meine jetzt so ergänzende Gespräche, wo so Gedanken ausgetauscht werden mit einem anderen Politiker. Das ist natürlich was anderes. Das wäre eine Debatte. Aber da Debatten würde ich auch gerne sehen. Das könnte man bestimmt auch hier auf dem Sarah Wagenknecht-Kanal oder im BSW-Kanal veranstalten. Da muss man ja nicht darauf warten, dass der ÖRR einen zu irgendeiner Debatte einlädt und man sich da noch reinklagen muss, wie das vor kurzem passiert ist, sondern da kann man einfach, da kann man einfach mal Debatten auf seinen eigenen Kanälen veranstalten. Da kann man mal beispielsweise eine BSW-Wahlarena veranstalten, wenn man eben beim Öffentlich-Rechtlichen nicht eingeladen wird. Also das an der Stelle, glaube ich, nochmal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Zum Schluss wieder der obligatorische Hinweis: folgt mir auf Rumble, folgt mir auf Odyssey, folgt mir auf Rumble. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung und auch in der Kanalbeschreibung. Ihr könnt diese Seiten also gar nicht verfehlen und geht bei der Europawahl am besten BSW wählen. Also müsst ihr auch selber wissen, ob ihr das macht, aber dazu rufe ich auf jeden Fall auf. BSW ist, also das wäre meiner Meinung nach der deutlichste Denkzettel, den man den Altparteien gerade geben könnte für ihre, ja, sehr aggressive kriegstreiberische Politik, so wie für den Wirtschaftskrieg, den die EU ja gerade gegen Russland führt.